Heute möchte ich euch mal eine Möglichkeit zeigen, wie ihr hochprofitable Nischen finden könnt. Danach werde ich oft mal gefragt, ich hatte auch schon mal ein, zwei Videos zu dem Thema aufgenommen, Keyword-Recherche, wie finde ich denn wirklich Inhalte und Segmente, wo ich weiß, da sind Leute interessiert dran, das möchten Leute einfach kaufen, da ist ein Kaufinteresse, ein großer Druck auf dem Markt hinten dran. Und genau das möchte ich euch heute mal ein bisschen noch genauer zeigen, nicht nur wie ihr Keywords generiert, sondern wie ihr in der Lage seid, wirklich Nischen zu identifizieren, die hochprofitabel sind. Und dazu werde ich mir heute mal das Tool Ahrefs Gebrauch machen. Das ist ein typisches Tool für die Suchmaschinenoptimierung. Nutze ich in meiner Agentur seit Jahren. Unter anderem gibt es natürlich noch viele andere Tools, aber das ist so mein Lieblingstool eigentlich für den Bereich Keyword-Recherche, Backlink, Konkurrenzanalyse etc. pp. Wenn ihr mehr zu solchen Themen haben möchtet, zum Thema, wie man mit Tools und Software hier wie Ahrefs zum Beispiel die gesamte Suchmaschinenoptimierung vielleicht ein bisschen begleiten kann, wie man seine Konkurrenten rausfindet, wie man profitable Keywords rausfindet, kann ich euch gerne mal alles zeigen. Kann ich mir wie zu machen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das wissen wollt, dann mache ich da gerne mehr Videos zu. Kommen wir aber jetzt mal dazu, wie können wir uns denn über so ein Tool annähern, um herauszufinden, wo richtig viel Kaufkraft hinter ist. Ich habe jetzt einfach hier gerade mal, ihr seht es bei dem Keyword Explorer hier, habe ich gerade mal einfach das Thema Solar eingegeben. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich mit diesem Thema Solar mehr da draus? Ihr habt es natürlich hier, wir haben jetzt hier irgendwann Solar selber, werden 27.000 Mal im Monat gesucht, ist also schon relativ gut belegt, ist aber auch hier, diese Kennzahl zeigt an, wie einfach es ist, hier dann eben gute Rankings zu erzielen absehbarer Zeit. Das ist jetzt hier bei 59 nicht gerade ohne, also es ist relativ schwierig tatsächlich in diesem Bereich gut zu ranken mit der Suchmaschinenoptimierung, ist aber jetzt einfach nur am Rande für euch. Spielt ja für dieses Thema erstmal gar keine Rolle, wie wir kaufkräftige Nischen finden. Und dann sehen wir halt hier ganz viele verschiedene Unternehmen und so weiter und so weiter. Was sehen wir hier? Solarbrunnen und sowas. Also wir sehen hier ganz viele verschiedene Marken, vor allem eben auch in Varianten im Solarbereich. So, so schön, so weit, so gut. Wir wissen hier Suchvolumen, aha, okay, ist viel Traffic da, mehrere 10.000, 100.000, wenn man es kumuliert zusammen an Suchvolumen pro Monat, also das ist schon mal schön. Wir wissen, das ist eine Nische, die wird viel gesucht, Leute sind daran interessiert. Wir wollen aber jetzt vor allem heute herausfinden, wo sind kaufkräftige Nischen, wo sind die Leute bereit, sehr viel Geld auszugeben, weil es halt einfach eine Kaufintention da ist. Und da ist immer so mal der größte Trick, dass man einfach mal hier sagt, ich gehe jetzt bei der Nische Solar zum Beispiel und gebe jetzt hier noch Kaufen ein. Wenn ich jetzt hier mal auf Enter drücke und mir es anzeigen lasse, dann bekomme ich jetzt andere Keyword-Vorschläge. Und das ist jetzt zum Beispiel sowas wie, es steht hier Solarpanel kaufen. 1100 Leute im Monat suchen das Thema Solarpanel kaufen. Ja, das heißt also, müssen wir uns mal einfach vor Augen führen. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die jetzt in Google reingehen und diese Suchphrase Solarpanel kaufen in die Suchleiste eingeben. Was sind das wohl für Menschen? Das sind offensichtlich Menschen, die in ihrer Entscheidungsphase schon so weit sind, dass sie mit dem Gedanken spielen, ein Solarpanel zu kaufen, oder sie sind sogar schon so weit in der sogenannten Customer Journey, also in der Reise des Kunden, die geht immer von erster Informationsphase bis zum Kauf, die sind in dieser Phase schon so weit, dass sie im Prinzip jetzt schon Anbieter vergleichen, wo man am besten eben seine Solarpanels kaufen kann. Ja, also ihr seht schon, nur diesem kleinen Zauberwort kaufen finden wir jetzt auf einmal Nischen und Suchphrasen, Keywords, wo Menschen etwas eingeben, die offensichtlich kurz davor sind, einen Kauf zu tätigen. Wenn wir jetzt eine Webseite hätten, einen Blog oder wir haben sogar vielleicht ein Unternehmen, wo wir Solarpaneele verkaufen, das Letztere wäre wahrscheinlich die wenigsten von euch haben, aber wenn es so wäre, dann würden wir jetzt eben hiermit sagen, okay, wir optimieren da drauf und wir wissen eben, wenn wir jetzt hier unsere Suchmaschinenoptimierung beanstrengen, auf dieses Keyword ranken, vielleicht auch noch Google Ads auf dieses Keyword schalten, dann werden sehr viele Leute, nämlich hier 1100 Leute, die organisch über Suchmaschinenoptimierung, über Google eben danach suchen, da werden wir dann sehr, sehr viele von abgreifen können, weil es einfach ein großes Interesse ist und wir wissen, ein Klick von so jemandem kann sehr gut sein, dass er bei uns dann eben kauft. Ja, weil er, wie gesagt, schon kaufen sucht und nicht einfach nur Solarpanel. Und das haben wir hier noch, Solarmodule kaufen, Solarspeicher kaufen, Solarpaneele kaufen und so weiter. Also ihr seht schon, jetzt geht es in die ganzen Bereiche rein. Und was eben auch hier zum Beispiel spannend ist, jetzt fängt es hier an mit den verschiedenen Produktbezeichnungen der verschiedenen Hersteller. Hier Garmin und so weiter, Trina und so, wie sie nicht alle heißen. Ich kenne mich da auch nicht so wahnsinnig gut aus in diesem Bereich. Aber es ist auf jeden Fall super spannend zu sehen, dass es hier jetzt ganz, ganz viele Kauf-Keywords gibt. Und ihr seht eben hier das Suchvolumen, das ist jetzt hier absteigend angeordnet. Wenn ihr das jetzt aber hier alles mal kombiniert und ihr diese ganzen Keywords hier jetzt mal auf eure Website, auf euren Blogartikel und so weiter packen würdet und ihr rankt dafür alle, dann habt ihr im Prinzip im Monat tausende Leute mit einem starken Kaufinteresse an Produkten, die ihr da anbietet, entweder selber oder vielleicht auch über Affiliate-Links, das ist ja auch eine Möglichkeit, damit kann man richtig, richtig gutes Geld verdienen. So ist mal einer der wertvollsten Dinge, wie ihr
kaufkräftige Nischen finden können, hinter der ein richtig starkes Kaufinteresse steckt. Was wir auch nochmal machen können, ist hier statt kaufen, können wir hier mal auf Vergleich gehen und mal gucken, ob in dem Bereich jetzt eben was ist. Und auch hier ist eben was. Das ist so der zweite Trick, den man immer macht. Vergleich ist jetzt im Vergleich zu kaufen nicht so ein starkes Kaufintentionswort, aber auch wenn wir uns diese Customer Journey eben vor Augen halten, nochmal, die Customer Journey fängt immer bei der ersten Informationsphase an und endet meistens dann eben im Kauf in der Handlung. Das bedeutet, das Kaufen, wenn ich das eingebe, dann bin ich schon sehr weit vorne. Wenn ich vergleiche, bin ich vielleicht nicht so weit vorne, wenn ich Kaufen eingebe in Google, aber ich bin auf jeden Fall schon deutlich weiter, weil ich jetzt schon in einem Themengebiet drin bin, wo ich jetzt anfangen möchte, Anbieter zu vergleichen, Produkte zu vergleichen, und das mache ich ja erst, wenn ich schon ein bisschen Grundverständnis habe. Das heißt, wenn man dieses Spektrum hat von der Customer Journey, bin ich vielleicht so irgendwie so ein bisschen in der Mitte, vielleicht schon ein bisschen weiter als Mitte, und vergleiche jetzt die besten Anbieter, wer mir am besten gefällt, wo ich dann später vielleicht kaufen möchte. Das heißt, diese Vergleichtexte zum Beispiel auf Webseiten und Blogartikeln sind extrem auch wertvoll, weil sie euch eben die Möglichkeit geben, einerseits auch wieder diesen Traffic hier abzugreifen. Ihr seht, die Volumen sind hier nicht ganz so hoch pro Monat, aber kumuliert auch wieder ein paar tausend Leute bestimmt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn sie gut geschrieben sind, dass ihr dann eben den Leuten einen richtig hochwertigen Informationsartikel bietet, was Vertrauen aufbaut auf einer Webseite, auf einem Blogartikel etc. pp. Und dieses Vertrauen führt dann eben auch dazu, dass die dann vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt im Vergleich drin, aber dieser Artikel hat mich so gut verstanden und mich so gut informiert, hier werde ich jetzt kaufen, weil ich Vertrauen zu der Marke und zu diesem Unternehmen aufgebaut habe. Die scheinen offensichtlich mich zu verstehen und eine gute Expertise zu haben, und dann kaufen die Leute auch bei euch. Das heißt, diese Vergleichssachen, wenn ihr gute Informationen liefert in diesen Vergleichstexten, dann werden die Leute auch gerne und gut und gerne bei euch dann eben auch den Kauf auslösen, weil sie, wie gesagt, Vertrauen aufgebaut haben. Und ihr seht das Ganze eben auch hier. Hier gibt es eben verschiedene Vergleichssachen. Das heißt, das wäre einfach mal die Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben einmal unsere Branche immer ein, muss ja erst nicht Solar sein, das ist ja nur das Beispiel, dann kaufen und dann auch nochmal Vergleich. Und diese ganzen Keywords, die speichern wir uns ab, die schreiben wir uns raus, am besten in eine Tabelle rein. Und dann habt ihr einfach, dann könnt ihr schon Nischen identifizieren. Oder ihr könnt auch eben auch sagen, ich will jetzt die Nische Solar ist mir jetzt vielleicht viel zu, die ist mir viel zu breit. Ich möchte jetzt einfach mal gucken, kann ich vielleicht sogar mich nur fokussieren mit der Nischenseite zum Beispiel auf einen Kaufen-Bereich. Da könnt ihr im Prinzip einfach, ihr könnt eine Nischenseite aufbauen zum Thema Solarpanel kaufen. Und dann könnt ihr die ganzen verschiedenen Firmenprodukte und Varianten von Solarpanelen einfach verkaufen, beziehungsweise dort anbieten, miteinander vergleichen. Und schon habt ihr im Prinzip eine Expertenseite, die nur für das Thema Solarpanel kaufen ist und nicht für rund um das Thema Solar generell, sondern nur spezifisch für Solarpanel kaufen. Ihr seht schon, so kann man eben dafür sorgen, dass man relevante, lukrative Nischen findet, wo Menschen dahinter stehen, die wirklich kurz davor sind oder schon fast dabei sind, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und somit, das ist eben das, was wir sagen, über Suchmaschinenoptimierung ist es das Schöne. Ich greife Leute ab mit einer klaren Suchintention, und mit diesen Varianten jetzt hier eben diese Keywords so zu suchen, greife ich Menschen ab, die eben auch schon in der Lage sind, Kaufentscheidungen zu treffen und auch kaufen wollen. Also sehr, sehr hochwertiger Traffic, der uns einfach Geld bringen kann. Übrigens, so eine Tool wie Ahrefs, ich bin ja so nicht gesponsert oder sowas, also das auch nochmal kurz davor weg. Ich habe auch nicht mal eine Affiliate-Link für euch, um ehrlich zu sein, da drin. Einfach nur so, das ist natürlich nicht ganz billig. Ihr könnt aber natürlich auch sagen, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann geht ihr einfach nur mal auf Google. Und ihr könnt hier ja mal einfach dann auf Solar kaufen gehen. Und wenn wir jetzt dann die ABC-Methode anwenden, ja, so nach dem Kaufen machen wir ein Leerzeichen, können uns schon mal angucken, was hier eben für so Beispiele gezeigt werden. Jetzt gehen wir aber eben mal die ABC-Methode durch, wir geben hier Solar kaufen A, Solar kaufen B, Solar kaufen C, und diese ganzen Sachen, die ihr jetzt eben hier seht, das sind im Prinzip Keywords, die ihr euch dann anschauen könnt. Ihr seht zwar hier das Suchvolumen nicht, aber ihr seht die Nische, die ihr reingehen könnt, weil das, was hier jetzt vorgeschlagen wird, sind die meistgegoogelsten Suchphrasen in Kombination mit Solar kaufen. Also, wenn die Leute in Cottbus suchen wohl oft das Thema Solar kaufen. Aber hier Solar Carport kaufen zum Beispiel, ja, wäre ein spannender Artikel, den ihr auf eurem Solar Panel kaufen Blog einfügen könntet, um damit Traffic zu erzielen. Ja? Also ihr merkt schon, ihr müsst euch nicht diese tollen Tools wie Ahrefs kaufen. Natürlich habt ihr hier viel mehr Daten, mit denen ihr viel besser spielen könnt. Ihr könnt eure eigene Website damit halt super analysieren, die Konkurrenten analysieren und so weiter. Wie gesagt, ich mache gerne extra Videos dazu, wenn ihr das sehen möchtet. Aber ihr müsst nicht unbedingt, wenn ihr auch am Anfang auch kein Geld ausgeben wollt, auf diese Tools zurückgreifen. Später, wenn ihr das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung, Nischenseiten, Blogs aufbauen und so weiter ernst nehmt, oder auch wenn ihr als Dienstleister im Bereich SEO und Texten drin seid, finde ich, kommt ihr an solchen Tools nicht vorbei, weil es einfach eure Arbeit und eure auf ein ganz, ganz anderes, professionelleres Level hebt und
weil ihr einfach bessere Ergebnisse erzielen könnt für euch und eure Kunden. Also für mich der logische Evolutionsschritt dann später auf solche Tools zurückzugreifen. Das soll es gewesen sein. Wollte ich einfach mal zeigen, wie man mit so einem Tool eben arbeiten kann, um profitable Nischen herauszufinden. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Geld verdient mit Texten, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch entsprechend ein Video zu verlinkt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr mit nur durch Zuhören Geld verdient, dann schaut auch noch mal in die Videobeschreibung rein. Da sind die Links zu meinen entsprechenden Videos, wie ihr mit diesen Methoden Geld verdienen könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen nach oben, hilft mir ziemlich weiter. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos.